The snow is falling down. I've been longing for this Christmas. When everyone's around to share this holiday. Yes, it's a time of happiness, a time of joy. But now this year is twice as special, 'cause I'm hoping for us to fall in love in this winter wonderland. Chilling by the fire as I'm trying to get. Guten Morgen, liebe Freunde, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus Hamburg. Ich hatte gestern hier Weihnachtsfeier von der Arbeit und bleibe jetzt noch bis Sonntag. Finde immer, wenn man nach Hamburg fährt, so eine schöne Stadt, dann ist es auch irgendwie unnötig, einen Abend zu bleiben für eine Weihnachtsfeier. Sondern muss man schon auch einen Wochenendtrip draus machen. Treffe mich gleich noch mit einem meiner besten Freunde aus dem Studium. Eigentlich mein bester Freund aus dem Studium. Der wohnt mittlerweile in Hamburg, arbeitet in Hamburg, wohnt mit seiner Freundin zusammen und arbeitet in Hamburg. Man muss seine Freunde klug positionieren, Leute. Man muss da einfach aufpassen. Ich habe meine beste Freundin habe ich nach Lissabon geschickt, die wurde da positioniert. Hier habe ich immer nach Hamburg positioniert. Das ist schlau, ihr müsst schlau sein im Leben. Da wird jetzt auf jeden Fall noch eine Weile geshoppt. Vielleicht brauche ich noch ein oder andere Weihnachtsgeschenk noch. Und heute Abend geht es dann zu König der Löwen. Ich bin richtig nervös, weil ich noch nie auf einem Musical war. Und König der Löwen ist halt, glaube ich, auch mal direkt die Königsdisziplin. Versteht ihr? Wie haben die sich bitte gedacht, dass ich hier nicht komplett pleite aus diesem Laden rausgehe? Einfach alles komplett voller NBA-Trikots. Und vor allem sind das alles diese City Editions, also die voll selten sind. Direkt mein Glück, dass die von den Lakers nur noch Davis-Trikots haben, keine LeBron-James-Trikots mehr. Damit habe ich mir viel Geld gespart. Also Samira, wenn du hier mal vorbeikommst, Weihnachtsgeschenke und so, vielleicht kurz mal noch nach Hamburg fahren. Ich bin mittlerweile maximal gestresst. Man hätte sich vielleicht denken können, es ist Mitte Dezember, ich bin nicht der Einzige oder anscheinend nicht der Einzige, der noch nicht alle Weihnachtsgeschenke hat. Und ich bin auch nicht der Einzige, der Lust hat, in Hamburg eine Runde shoppen zu gehen. Die Stadt ist geisteskrank voll, also man kann sich teilweise überhaupt nicht mehr bewegen. In Doc Martens Store bin ich gar nicht reingekommen, weil da vorne eine Riesenschlange war. Aber ich wäre ja nicht der Jonas, wenn ich nicht trotzdem erfolgreich mittlerweile 250 Euro hätte liegen lassen. Aber ich habe mir neue Winterschuhe gekauft, Timberlands. Muss man haben, gehört in jeden Schuhschrank, gehört ein paar Winter Timberlands. Und weil ich ein richtiger Fuchs bin, habe ich mir die direkt nach Hause liefern lassen, also dort quasi anprobiert und nach Hause liefern lassen, weil ich nur meinen Rucksack dabei habe. Der ist auch Wahnsinn, wie man Wochenende nur mit einem Rucksack verbringen kann. Bin selber ein bisschen stolz. Und dann haben wir das Kapitel Shopping in Hamburg hoffentlich so schnell wie möglich abgeschlossen. Weil ich habe keinen Bock mehr. Ich will nimmer. Habe mir jetzt ganz schnell noch eine neue Speicherkarte gekauft für meine Kamera. Denn meine alte ist einfach runtergefallen und kaputt gegangen. Das heißt, wir hoffen mal, dass wir sie noch reparieren können. Falls nicht, werdet ihr diesen Vlog nie sehen, ne? Was mich übrigens komplett provoziert die ganze Zeit. Hier liegt überall so Kies, ne? Hier sieht man so ein bisschen. Den die ausgeworfen haben, damit es halt, weil es halt glatt war. Und das geht die ganze Zeit in meine Schuhe rein. Ich halte wirklich ungelogen alle 10 Minuten an, mach Stopp, zieh meinen Schuh einmal aus, leere die Dinger aus und auf weiter. Übrigens hat mich die Frau im Timberland Store, als sie mich gerade nach der Lieferadresse gefragt hat und ich ihr dann halt unsere Adresse in Nürnberg gesagt habe und dazu gesagt habe, Nürnberg, ne, Stadt, hat sie mich gefragt, in welchem Bundesland Nürnberg ist. Das ist eine der 10 größten Städte in Deutschland. Wie kann man nicht wissen, dass Nürnberg in Bayern liegt? Also, keine Ahnung, dass Mainz Rheinland-Pfalz ist und sowas, lass mir doch gefallen. Aber wie kann man denn nicht wissen, dass Nürnberg in Bayern liegt? Ich schiebe mir das einfach mal auf einen gestressten Tag. Die war gestresst, viel los. Oder vielleicht war es auch nur eine Kontrollfrage. Sagen wir, es war nur eine Kontrollfrage, ne? Sie hat es eigentlich gewusst, sagen wir es so. Und als ich da angekommen bin, sind wir direkt was essen gegangen. Es gab eine richtig leckere Pizza und dann ging es auch schon direkt weiter zum Musical. Das hier ist einmal die andere Seite von Hamburg. Man fährt mit der Fähre einmal zum Musical rüber. Die Fähre ist kostenlos in jeder Karte dabei. Und dann ging es auch schon rein in den Saal, in die Halle. Keine Ahnung, wie man das nennt. Wir hatten Tickets in der allerletzten Reihe, die trotzdem noch 100 Euro gekostet haben. Und der Platz hat aber auch komplett ausgereicht. Ich konnte leider nicht mitfilmen während der Vorstellung, das ist verboten. Aber hier einmal eine kleine Aufnahme des Musicals war echt richtig toll. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich hätte auch noch mehr Geld dafür bezahlt. Das hier ist einmal der Elbtunnel. Der geht einmal wirklich direkt unter der Elbe durch. Und danach waren wir noch, wie es sich für Hamburg gehört, einmal kurz auf der Reeperbahn unterwegs. Es geht wieder zurück nach Nürnberg. Wochenende in Hamburg ist Geschichte. 5,5 Stunden Zugfahrt vor mir. Und dann sehen wir uns wieder zurück in Nürnberg. Na? Mach's gut, schwing den Hut. Leute, ratet mal, wer einfach komplett ohne Sinn ein erste Klasse Ticket bekommen hat. Als einziger. Also es fahren auch noch
vier oder fünf Kollegen von mir auch heute wieder zurück nach Nürnberg. Und ich bin der Einzige, der ein erste Klasse-Ticket bekommen hat, ne? Und keiner weiß warum. Hat übrigens einfach gar keinen Vorteil. Also man hat mehr Platz, aber das war's auch schon. Und es war viel teurer, mein Ticket. Das war der einzige Vorteil, ne? Davon kann ich mir jetzt nichts kaufen. Aber es ist bequem und es ist wenig los. Das ist jetzt einmal Strecke heute. Hamburg runter bis Nürnberg, 5,5 Stunden. Und wenn wir so weiterfahren, da stand gerade 160 km/h, dann dauert das eine Weile, ne? Ich bin gerade zu Hause angekommen und Samiras Geschenk ist da. Also Samiras Nikolaus-Geschenk. Ich habe für Samira extra eine Kleinigkeit für Nikolaus bestellt. Es kam leider ein bisschen zu spät, aber es kommt noch vor Weihnachten und das ist das Wichtige. Ja, wirst du gleich verstehen. Nein, nicht so fest. Es ist ein Nikolausgeschenk und es ist eigentlich nur wichtig, dass es vor Weihnachten kommt. Ja, Nikolaus. Du wirst gleich verstehen, Samira. Also erstmal muss ich sagen, ich finde es total schön, dass du das so schön verpackt hast. Ja, ja, okay. Mhm. Und da nicht mal die Adresse von uns draufsteht, weil das das Versandpaket ist. Samira, das kam heute und ich hätte es ja noch verpacken können, aber... Die denkt, was ist das? Na, pack's aus, pack's aus. Ich weiß schon, was es ist. Geil! Herbie! Das bist du! Das bist du, mein Schatz. Komm mal her. Komm, nein, okay, komm. Als du gesagt hast, also als ich es gesehen habe, wusste ich sofort, was es ist, weil du gesagt hast, dass die Fußmatte immer als Werbung angezeigt wird. Merry Xmas from Happy. Zeig mal. Geil! Das ist ein Originalbild vom Happy, ne? Geil! Süß! Das ist ready for Weihnachten. Ja. Das ist eigentlich so ein crazy Bild von ihm nehmen müssen, wo er so oder so. Habe ich versucht, das hier ist am besten rausgekommen, ja. Süß! Freunde, dreimal dürft ihr raten, wer heute Urlaub hat. Ich war schon 1,5 Stunden mit dem Happy draußen im Wald. Für den ist es, glaube ich, echt immer, was Besseres kann ihm nicht passieren, als dass ich Urlaub habe, weil dann weiß er, der Mann hat heute Zeit. Raus mit dem hier, wir gehen in den Wald und erkunden mal ein paar Wald und Wiesen. Paar Wälder und Wiesen. Es wurde jetzt einkaufen geschickt. Das heißt, ein, zwei Gerichte für die nächsten 2 Tage müssen eingekauft werden. Ich vergesse übrigens beim Autofahren einfach jedes Mal rechts vor links. Ich verwechsel es jedes Mal, aber ich verwechsel es positiv. Also wenn ich derjenige bin, der Vorfahrt hat, dann check ich es nicht und warte halt lieber einfach länger. Ich glaube, das ist die richtige Herangehensweise. Anders wäre es schlecht, also auf Risiko durchbrettern. Falsch, lieber mal abwarten, ne? Habe ich schon mal erzählt, dass ich es hasse, im Kaufland einkaufen zu gehen? Dann guckt euch das mal an. Es gibt 8 Millionen Artikel, es gibt 25 Millionen Eingänge, keiner weiß, wo man parken kann. Leergut ist an einer anderen Stelle, auf einer anderen Ebene sogar, als da, wo man einkauft. Also, wie soll ich das checken? Keine Chance. Es gibt 9 verschiedene Sorten Spätzle. Kurz und knapp, es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Nicht für mich. Krass, wie teuer einfach Spülmaschinenreiniger sind, oder? Also Geschirrreiniger. 9,75 Euro für so eine Packung. Aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nie in meinem Leben vorher Spülmaschinentabs gekauft. Vielleicht ist es ja doch nicht teuer und ich check's einfach nicht. Als Zeichen meiner Ahnungslosigkeit. Ich habe Samiras Kaffeesirup gerade ungelogen mehr als 10 Minuten gesucht und bin hier rumgeirrt wie ein Verrückter. Aber so viel habe ich jetzt gar nicht eingekauft, stand doch gar nicht mal so viel auf meiner Liste. Das ist einmal hier für Geisburger Marsch, die Kartoffeln mit Wienern und Spätzle. Den Rest hatten wir noch zu Hause. Dann habe ich jetzt Weihnachten endgültig für es beginnt erklärt. Und der Rest musste halt einfach alles mal gekauft werden. Und ja, das trinkt hier Samira, will ich nur mal anmerken. Ich nicht. Mädels, hier steht doch auf die bösen Jungs, oder? Also ich wollte nur mal anmerken, ich war gerade mit der Lidl-Tüte im Kaufland. Das Gute ist, dadurch, dass ich jetzt länger in Hamburg war, können wir direkt mal noch ein Türchen in meinem Adventskalender aufmachen. Da darf ich ja nur jeden zweiten Tag was aufmachen. Und heute dürfen wir die 6 aufmachen und mal schauen, was sich dahinter versteckt. Ist auf jeden Fall was Großes. Ups. Ich habe euch mal wieder abgestellt, damit wir gemeinsam aufmachen können. Anti-Persistent Spray. Nee, Antiperspirant Spray. Alter, mein Englisch. Das ist ein Deo, oder? Ich glaube, es ist ein Deo. Ja, okay. Das ist ein Deo. Perfekt. Weil mein altes ist nämlich genau jetzt leer gegangen. Ich bin durch diesen Adventskalender jetzt einfach so krass in so einem Pflegegame angekommen. Davor hatte ich ja immer so ein 5 in oder 25 in 1 Duschgel. Und jetzt finde ich es aber voll cool, dass ich so viele verschiedene Sachen habe. Das war jetzt einmal ein Parfüm, ein Shampoo, ein
Duschgel, das ist richtig cool, so ein Schaumduschgel und jetzt das Deo. Und dann war noch eine Bodylotion, die finde ich aber gerade nicht mehr. Und ich muss jetzt zum Beispiel nicht mehr Körperpflege betreiben, indem ich mich selber abschlecke, mein Junge. Ich habe nämlich jetzt richtig tolle Pflegeprodukte. War ein richtig gutes Geschenk von Samir, also er hat sie echt richtig gut ausgesucht. Der Happy ist auch froh, wenn der Papa nicht mehr stinkt, gell? Hat gerade meine Kamera abgeschleppt? Bin stolz auf Samira. Und ich bin echt richtig froh, dass ich noch einen Adventskalender bekommen habe. Ist doch irgendwie was Schönes. Und ein Adventskalender macht dann doch irgendwie diese Adventszeit dann doch zur Adventszeit, ne? Ich bin euch übrigens noch eine letzte Sache schuldig. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass so viele das letzte Mal wegen dem Rucksack kommentiert haben. Und gleichzeitig habe ich mich aber auch so geärgert, weil ich ganz, ganz viele Kommentare richtig cool fand und ganz vielen von euch diesen Rucksack hätte geben wollen. Am liebsten. Aber es gab trotzdem eine Gewinnerin und die Gewinnerin ist die Jasmin. Ich blende euch hier nebendran mal ihren Kommentar ein und ja, ich habe mich einfach richtig gefreut über den Kommentar und ich dachte mir so, bei jungen Eltern ist doch so ein Rucksack richtig gut aufgehoben und deswegen vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei einem Gewinnspiel. Schick mir gerne auf Instagram, also schreib mir gerne einfach auf Instagram deine Kontaktdaten durch in einer Direktnachricht und dann schicke ich dir den Rucksack. Und vielen Dank aber auch an all die anderen, die mitgemacht haben. Das war es gleichzeitig aber auch wieder mit diesem Vlog. Vielen Dank, dass ihr die Christmas-Vlogs so fleißig anschaut. Und dann sehen wir uns schon wieder in 3 oder 4 Tagen. Wichtig, lasst ein Like und ein Abo da. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der diesen Kanal abonniert. Bis dahin, peace. The snow is falling down. I've been